Hallo, ich bin gerade im Auto. Ich stehe an der Ampel. Ich muss gleich losfahren. Ich melde mich gleich. Ich bin nämlich auf dem Weg zu einem richtig coolen Roadtrip. Und zwar werde ich jetzt heute Abend zu meiner Schwester fahren nach Stuttgart. Und dann geht es morgen weiter für mich nach Berlin. Ich bin nämlich das erste Mal auf so ein richtig, richtig großes Event eingeladen. Ich bin nämlich von Brain Effect eingeladen worden. Wer von euch Brain Effect noch nicht kennt, das ist einer meiner längsten Kooperationspartner. Und ich denke, viele von euch wissen, wie sehr ich Brain Effect liebe und wie sehr ich die Produkte von Brain Effect liebe. Deswegen super excited. Ich bin einfach übers Wochenende jetzt in Berlin. Und ich einfach mal mitnehmen und ein bisschen mitvloggen. Und euch einfach mal meinen coolen Mini-Trip hier zeigen. Ich bin nämlich richtig excited. Das wird richtig schön. Erstmal jetzt zu meiner Schwester, dann schönen Mädelsabend miteinander verbringen. Und ja, dann geht's nach Berlin. Yay! Das ist jetzt unser Essen. Wir haben so ein Vegan Butter Chicken gemacht mit Kichererbsen. Und dazu gibt es Fladenbrot vom Wild, Leute. Also das ist richtig geiles Fladenbrot. Und ja, noch ein bisschen Leftover-Gemüse von mir daheim. Und ein asiatischer Gurkensalat, also ein indisch-asian-Fusion-Abend. Geil. Wir haben jetzt zum Nachtisch hier kleine Schokomousse-Cups. Und ich habe jetzt noch ein bisschen was von dem Brot übrig vom Abendessen. Und ich habe meiner Schwester ein frisches Glas Lini's Bites Nutella mitgebracht. Und dieses Fladenbrot mit diesem Nutella ist einfach ein Gottesgeschenk. Oh ja. We love. Erstmal eine Roomtour. Und zwar, man kommt hier rein, dann haben wir hier einen Spiegel und einen fancy beleuchteten Schrank. Hier ist die Toilette, richtig cute, weil die nämlich so ein extra Türchen hat für den Toilettenraum, was ich jetzt aber nicht wirklich brauche. Ah, und hier ist die Dusche, das habe ich gar nicht gesehen. Genau, hier ist dann die Dusche, das sieht richtig süß aus. Oha, das ist die Dusche und dann gehen wir hier in das Schlafbereich, in den Schlafbereich besser gesagt. Richtig schön geräumig. Ich finde es richtig cute. Es ist sehr pink, sehr... Ja, mein Stil wäre das jetzt nicht. Obwohl ich pink sehr schön finde. Haben wir hier einen Ausblick? Oh ja, wir haben sogar einen Ausblick. Not bad. Wie bereits gestern Abend gesagt, ich bin in Berlin und bin hier für ein Brain Effect Event. Brain Effect ist einer meiner längsten Kooperationspartner. Ihr kennt meinen Daily Gut, ihr kennt meine Gut Care Kapseln, ihr kennt den Recharge Drink, habe ich ja schon, habe ich ja schon super oft mit euch geteilt und euch super oft erzählt, wie toll ich diese Produkte finde. Und umso mehr freut mich das, dass ich jetzt mal zu einem Event eingeladen worden bin. Und das ist eben in Berlin. Das ist heute Abend gehen wir zusammen essen und morgen gibt es dann so eine Office-Tour und noch so ein paar Workshops und so. Und ich freue mich voll. Das ist voll neu auch für mich und voll spannend. Ich war bisher immer nur so auf so kleineren Events, die halt nah bei mir in der Nähe zu waren. So mal von Caro in Mannheim oder in Heidelberg war das. Oder dann von Aileen in München die Events. Aber die waren halt immer, ja, München ist ja ganz nah bei mir. Deswegen war das immer so eine ganz quick and easy Sache. Und das ist das erste Mal, dass ich wirklich irgendwohin angereist bin. Und ich finde das voll fancy irgendwie. Das ist richtig cool. Es freut mich irgendwie voll, dass ich die Möglichkeit dazu habe. Und ich nehme es auch überhaupt nicht für selbstverständlich. Also das ist für mich etwas Abstruses wirklich, dass ich jetzt hier sitze und einfach mal in Berlin bin. Auf jeden Fall bin ich, wie gesagt, gerade angekommen in dem Zimmer, in diesem Pink Dream, ey. Da habe ich jetzt überlegt, ob ich in die Stadt fahre, meinen Laptop einpacke und mich in einen Café setze und noch was lunche oder so. That's the situation right now. Ich halte euch auf dem Laufenden. Jetzt gerade hier ganz zufällig vorbeigelaufen in einem Fitnessstudio und schau mal, was ich hier gefunden habe. Ganz zufällig bin ich hier. Ich bin einfach so gelaufen und unten stand hier so, es gibt Get Fuel. Nein, stimmt nicht, aber ja. Nein, stimmt nicht. Ich labe nur. Nee, Quatsch. Und dann habe ich die zwei hier getroffen.
ganz zufällig. Und jetzt gibt es hier ganz viele Snacks und Proteinshakes. Was sind das für Sorten? Chocolate, Strawberry, Vanille. Ah. Und den Riegel. Ja, auf jeden Fall. Ich muss ganz dringend los. Ich habe mich ganz, ganz, ganz fix fertig gemacht. Das ist mein Outfit. Super simpel, ganz einfach, wie immer. Schwarz natürlich, what else? Eine schwarze Tasche, schwarze Hose, schwarzer Gürtel, schwarzes Top, meine Ringe. Haare sind... waren gelockt, sind aber irgendwie ein bisschen durch den Regen rausgegangen. Make-up ist auch ganz simpel, eigentlich hauptsächlich Lippen und Blush und ein bisschen Augenbrauen und Wimpern. Und dann suche ich meine Air Force an, meinen Mantel und ja, ich fahr's jetzt. Im Uppsala Hotelzimmer. Ich komme gerade vom Essen und es war so schön. Es war wirklich so ein schönes Erlebnis, die ganzen Leute mal kennenzulernen und auch Clara mal kennengelernt zu haben. Weil Clara, das ist meine Ansprechpartnerin bei Brain Effect seit anderthalb Jahren oder so oder sogar schon länger. Es war einfach so schön, die Person hinter WhatsApp mal kennenzulernen. Ja, ich bin echt voll happy, weil wir hatten so schöne Gespräche den ganzen Abend über. Das Essen war so krass. Ich habe jetzt gerade kurz bevor wir gegangen sind, wir haben das Uber gerufen. Und am Ende gab es so Cheesecake und so eine Schokocreme. Und das Uber wurde gerufen, 2 Minuten. Und ich so mit meiner Gabel noch so den letzten Bissen Cheesecake gegessen. Ey, es war so gut. Es war so ein geiles Essen. Es war im Sorel in Berlin. Kann ich euch sehr empfehlen. Das war alles so zum Teilen, so Sharing Plates. Mega die schöne Atmosphäre. Und richtig schön, um da mit Freunden essen zu gehen. Kann ich von Herzen empfehlen. Und ja, deswegen, wir hatten einen wunderschönen Abend. Ich habe versucht, so viel wie möglich vom Essen mitzufilmen. Jetzt werde ich erstmal ins Bett gehen. Ich werde mich abschminken. Und dann werde ich noch ein bisschen am Laptop arbeiten. Mal gucken, was dann der Tag so bringt. Wir sind morgen den ganzen Tag im Office bei Brain Effect und werden da ein bisschen was sehen. Ich werde euch mitnehmen und wir sehen uns morgen. Wir sind hier gerade bei 19 Grams Coffee, ein Kaffee, und schaut mal, wen ich hier gefunden habe mal wieder. Gefunden vor allem. Das war der einzige coole Coffeespot, den wir hier in der Nähe gesehen haben. Schaut mal, wie süß das hier ist. Sehr cute. Mal schauen, ob wir das empfehlen können. Looks good. Guten Morgen. Ich war gerade Kaffee trinken mit Rahel zusammen, wie ihr schon gesehen habt. Und hatte heute einen super entspannten Morgen, weil ich nämlich voll lang ausgeschlafen habe. Bis 8 einfach. Bis 8 Uhr. Ich schlafe nie bis 8. Und es geht gleich ins Brain Effect Office. Ich freue mich schon richtig, das Office mal zu sehen. Und da haben wir dann so Workshops. Und heute Abend haben wir auch noch ein krasses Abendprogramm, weil Rahel und ich zu Barry's gehen. Da ist nämlich so eine Live-DJ-Class. Bin voll gespannt, wie das werden wird. Das ist eigentlich mein Programm. Und morgen geht es dann auch schon wieder heim. Also ganz, ganz kurz und knapp. Und ich schminke mich jetzt gerade. Falls es irgendjemand interessiert, was ich verwende. Das ist mein Augenbrauenstift. Das ist von Benefit. Und dann verwende ich immer noch super gerne ein bisschen Rouge. Habe ich mir in letzter Zeit angewöhnt. Den hat mir eine Freundin von mir geschenkt. Der ist so schön. Das ist von Catrice. Ich werde jetzt meine Augen machen und da werde ich nicht mit filmen, weil ich sehe jetzt schon, dass es nichts wird. Und dann werde ich losgehen. Wie der Name schon sagt, um die täglichen Aufgaben.
essen wir jetzt gleich. Ich bin jetzt gerade schon mit Anna. Ich verlinke euch Anna mal. Das neue Daily Gut. Und dann seht ihr einfach mal unsere Reaktion, ob es geil ist oder nicht. Ich habe es jetzt hier in Milch. Anna hat es hier. Milch in Hafermilch. Aber. Kaufst du? Ja. Okay. Ich pack einfach die Milch an. Ja, das ist schön. Mit ganz viel Obst. Aber du hast... Ja. Ist das falsch? Ah ja, du hast... Ich habe so Milch. Also, das ist perfekt. Das ist alles anders. Enjoying. Boah, das ist richtig geil. Wow. Das schmeckt gut. Weißt du, was man machen kann? Das ist so als Frosting. Über Zimtschnecken. Das schmeckt einfach. Kennt ihr, wenn man früher Zinniges sich gemacht hat und danach noch Milch übrig hatte? So schmeckt das. So schmeckt das einfach. Ich trinke gerade einen Nocco Blutorange, den habe ich gestern bei dem Fitnessstudio-Event mitgenommen, wo ich Rahl und Aline besucht habe. Und wir gehen jetzt zu Barry's, Rahl und ich. Und ich fühle mich eigentlich nicht so bereit gerade, aber die Klasse ist gebucht und das wird jetzt durchgezogen. Gell? Mhm. Wir haben unser Dinner hier von Stadtsalat. Wir haben uns sogar Chips dazu gegeben als... Ich würde nicht sagen, als Dessert, ich würde sagen, als Beilage. Ja. Das sind unsere Upsala. Das sind unsere Bowls. Steht da der Name drauf? Nee, gell. Aber oben ist meins, glaube ich. Weil, oder? Also erst noch ein kleiner Pre-Dinner oder Pre-Shower-Snack. Genau, aber fühlst du dich nicht schlecht den Hunden gegenüber? Nur wenn ich mich. Schönen sportlichen Körper richtig kaputt. Man kann dir trotzdem nicht selbst. Man merkt, dass du kannst, was du tust, ne? Du tust, was du tust. Ja, klar. Sieht aus, als hätte jemand einen Leinenkoks gesungen. Das sieht man zumindest bei mir nicht. Das ist übrigens gerade Recharge, was Rahal da macht. Recharge Zitrone. Ja, ja, ich erzähle mich wieder. Ich habe mir gerade gedacht, ich erkläre mal, was du da tust. Nicht, dass es fragwürdig wirkt, weil du gerade Koks gesagt hast. Ja. Kein Koks tatsächlich. Ja, weil Rahel nach der Barry's Class ihren Körper richtig. Du kannst das Licht auch anmachen. Das ist ein ziemlich cooles Licht. Das wirkt wie so. Sorry. Ich wollte deinen Content kaputt machen. Ja, ich dachte mir so, ich kann dir doch nicht geilen Content gönnen. Nein, Quatsch. So bin ich natürlich nicht. Aber das ist gut, weil jetzt machst du für mich super Brain-Effect Content, den ich hier mitfilme. Also Leute, mit meinem Code könnt ihr momentan 20% auf Recharge sparen. Macht's wie Rahel und gönnt euch nach einem anstrengenden Workout einen Recharge-Drink. Cheers, Rahel! Da ich morgen, wenn ich wieder auf Reisen bin, nicht meine schöne Tüte von meiner Goodiebag mitnehmen kann, und ich das jetzt alles auspacken wollte, dachte ich mir, ich zeige euch nochmal, was ich denn hier jetzt alles so Cutes bekommen habe. Fangen wir mal hier an mit einem Shaker vom Brain Effect mit so einem cuten Spruch hier drauf. Dann die Relax Gummies, habe ich noch nie gehabt, bin ich mal gespannt zu testen. Das neue Daily Gut Zimt habe ich euch ja vorher schon gezeigt und bin ich richtig hyped, das jetzt da zu haben und auszuprobieren. Launcht am 31.10., also stay tuned. Und da gibt es auch eine Aktion, eine 25% Aktion, also da könnt ihr gespannt drauf sein. Dann das neue Sleep Spray Pro, viel stärker als das alte Sleep Spray. Da braucht ihr wirklich nur 2 Sprühstöße und ihr seid ready to go und schlaft wie ein Baby. Also ich bin wirklich krass überzeugt davon, das ist mega gut. Das Brain Effect T-Shirt, so ein schwarzes T-Shirt, hat noch so ein Backprint, richtig fancy. Und dann das Recharge Mango Maracuja, eines der geilsten Sorten. Ich bin so sad, dass es ausverkauft ist, aber da soll bald ein Restock kommen, also stay tuned, falls ihr das noch nicht ausprobiert habt oder falls ihr es habt und es auch so lecker findet wie ich. Dann holt euch da auf jeden Fall Nachschub, weil es wird nur noch einen Restock geben und danach war es das. Offiziell finde ich richtig schön die Tüte. Nochmal ganz lieben Dank an Brain Effect und... Ich. Hä?
Was? Jetzt die Spülung drauf? Was? Good morning, happy Saturday. Wir sind ready to go. Wir sind schon fertig gemacht. Wir wollen nämlich jetzt zum Pilates gehen, zum Megaformer Pilates. Und haben uns deswegen schon alles fertig gemacht, Koffer geparkt. Ja, wie gesagt, wir wollen jetzt los, gehen dann zum Pilates und gehen von da aus dann nach Hause. Und ja, ich freue mich schon. Ich war schon ewig nicht mehr beim Reformer Pilates. Das letzte Mal war in New York. Und deswegen bin ich schon voll excited. Ich bin immer excited, ist mir aufgefallen. Falls es euch nervt, dass ich immer sage, ich bin excited. I'm sorry. Nicht so, dann nicht. Ja, ich höre halt auch die Folgen mit Gästen, die mich interessieren würden. Die mit, wie heißt Al? Hallo, ich bin wieder auf meinem Sofa. Ich habe irgendwie keinen letzten Clip mehr gemacht im Zug oder so. Deswegen jetzt hier vom Sofa. Und ich schneide gerade das Video auch, damit es rechtzeitig vielleicht noch online kommt bis Sonntagmorgen. Mal schauen, ob ich das schaffe. Weil morgen hat mein Freund hier Geburtstag. Und mal gucken, ob ich es dann rechtzeitig noch schaffen kann. Ob ich das jetzt noch fertig kriege. Wenn nicht, dann kriegt es Montag. Ihr werdet sehen. Je nachdem. Falls ich es nicht mehr schaffe, bis morgen 9 Uhr. Hier die Entschuldigung, dass ich es nicht geschafft habe. Falls ich es schaffe, dann könnt ihr stolz auf mich sein, dass ich es geschafft habe. Und ja, ich wollte mich nochmal bei euch auch bedanken, weil dieses Event war ultra cool, aber ich will natürlich mich auch bei euch bedanken, weil ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Also ohne euren Support und ohne auch eure Begeisterung für die Brand Effect Produkte würde ich ja niemals zu so einem krassen Event eingeladen werden. Deswegen danke an euch und euren Support. Danke, dass ihr über meinen Code bestellt und dass ihr die Produkte genauso feiert wie ich. Ich erzähle euch ja keinen Quatsch, wenn ich sage, dass ich die Produkte feiere. Ich tue das wirklich von Herzen. Und mich freut es einfach, dass ihr auf meine Empfehlung auch hört und dass ihr euch das auch zu Herzen nehmt und dass wir alle die Brand Effect Produkte so lieben. Und ja, ich sag nur, passt auf die Black Weeks auf. Es wird nämlich bei Brand Effect den ganzen November lang richtig, richtig geile Rabatte geben. Deswegen, es lohnt sich, immer dabei zu bleiben. Es wird auch das neue, den Launch und den neuen Daily Guard geben am Montag. Ich kann nur sagen, passt auf und genießt diesen November. Der wird nämlich sehr crazy. Und ich habe auch überlegt, ob wir wieder ein paar Giveaways machen. Denn Giveaways machen Spaß und da habt ihr nochmal die extra Chance, was zu gewinnen. Deswegen, stay tuned und ich habe euch alle ganz, ganz doll lieb. Und wir sehen uns nächste Woche beim neuen Video. Tschüssi!